Herzlich willkommen auf unserem Videokanal. Es freut uns, dass du uns folgen willst, dass du mehr wissen willst über mich und meine Musik. Wer ist Matthias Kendlinger? Eine gute Frage. Ich bin auf jeden Fall Musiker, Komponist, Dirigent, Musikliebhaber und Freidenker schon von Geburt an. Wie bin ich zur Musik gekommen? Ich hatte das Glück, in einem Haushalt aufzuwachsen, wo beide meiner Eltern aktiv musiziert haben. Mein Vater hat Akkordeon gespielt, meine Mutter hat sehr gut gesungen, mein Großvater, ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, hat auch Akkordeon gespielt und meine Großmutter, die ich nie kennenlernen konnte, war eine sehr, sehr gute Sängerin. So wurde bei uns sehr viel im Haus musiziert und ich als kleines Kind war infiziert von dieser Atmosphäre der Musik, weil sie plötzlich so friedlich war, weil alles gut war. Und deshalb habe ich mich entschieden, Musik ist mein Leben, ist meine Zukunft. Wie bin ich denn von der Volksmusik zur Klassik gekommen? Das ist ja nicht alltäglicher Weg. Ein Besuch bei meiner künftigen Frau Larissa in Mannheim war schuld. Ich habe anfangs abgelehnt und habe gedacht, nein, wir waren einmal mit der Schule in einer Opernvorstellung und es war nicht gut, es war mir langweilig. Und trotzdem konnte sie mich überreden. Sie musste mir versprechen, wenn es mir nicht gefällt, gehen wir in der Pause. Das war nicht nötig, weil ich war von Anfang an infiziert. Es war so gut, es war eine so gute Vorstellung. Die Sänger waren perfekt, das Orchester war perfekt, der Dirigent war interessant. Ich wusste, das wird meine Zukunft. Meine Überlegungen, neue Musik zu schreiben, sind gekommen, weil ich mir dachte, die sogenannte neue Musikbewegung in der Klassik, diese atonale Bewegung, ist nicht meins. Okay, jeder kann machen, was er will und jeder kann hören, was er will. Aber ich will wieder melodiöse klassische Musik schreiben. Ich bin der Melodie verschrieben. Matthias Kendlinger als Mensch sehe ich als Freidenker. Als geborener Freidenker, wie wir alle geborene Freidenker eigentlich sind. Ich habe von Anfang an als kleiner Bub und als Schüler so viele Dinge hinterfragt, warum sie denn sein sollen. Warum muss ich das machen, obwohl ich es nicht will? Wer kann mir das erklären? Die Erklärung war ganz einfach, du musst. Das macht man so. Und mit dieser Erklärung war ich einfach nicht zufrieden. Deshalb habe ich andere Wege gesucht. Ich habe in der Schule begonnen, für mich einen Schranken zu bauen und nur das zu lernen, wirklich aufzunehmen, wo ich glaubte, was ich in Zukunft brauchen konnte. Okay, bei ein paar Dingen war ich ein wenig falsch, das konnte ich aber nachher wieder nachholen. Aber ich bin meinem Weg sozusagen freigegangen. Als Freidenker übrigens auch als Komponist. Warum lernen wir in der Schule nicht kreativ zu lernen? Das heißt, warum kann ich nicht selber meinen Tag gestalten und mir aussuchen, welche Themen interessieren mich heute und vielleicht morgen und für meine Zukunft? Meine Hintergedanken waren, was von dem kann ich wahrscheinlich brauchen? Von dem würde ich gerne ein bisschen mehr wissen. Und so hat sich das bei mir durchgezogen, nicht nur in der Musik, sondern im normalen Leben, in der Schule. Später kamen die Gedanken über Manipulation, über Freiheit, über Menschenrechte. Es ist mir einfach wichtig, dem Mitmenschen, aber auch dem unbekannten Mitmenschen zu helfen oder an ihn zu denken. Ich denke, wir müssen global denken und Herzensbildung gegenüber dem Mitmensch und dem unbekannten Mitmensch muss in Zukunft eine größere Rolle für uns spielen. Ich will den Menschen was Gutes tun.